Jetzt, gerade heute Abend, also am Donnerstag, den 3. November, ist es so, dass Papandreou die Unterstützung der Opposition zugesagt bekommen hat. Das Parlament wird am Freitag abstimmen über die Maßnahmen, auch über die Vertrauensfrage. Und die Opposition, also über die Parteien hinweg, es wird am Freitag im griechischen Parlament eine Abstimmung geben über den Maßnahmenkatalog. Die Opposition hat der Regierung Zustimmung zugesagt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, dass also das, was an Maßnahmen für Einsparungen, für weitere Strukturmaßnahmen geplant ist, nicht nur von der Regierung getragen wird, sondern auch von der Opposition. Ein großer politischer Konsens. Das wird auch die Vertrauensfrage sein für den Regierungschef. Und deshalb hat der Regierungschef Papandreou heute gesagt, dass kein Referendum, also keine Volksabstimmung stattfinden wird. Das Parlament dann, so hoffe ich, morgen eine kraftvolle Entscheidung treffen kann, die dem Land hilft.